Schmeißt euer altes iPhone weg, das neue iPhone ist da. Und nein, in diesem Video geht es nicht darum, ob das neue iPhone 14 Pro geil ist oder nicht geil, ob es sich lohnt zu upgraden oder wie dem auch sei. Das können andere YouTuber bzw. andere Creator hier auf der Plattform deutlich besser als ich bewerten. Ich bin einfach nur ein Konsument, der vielleicht Spaß hat mit mobilen Endgerät oder nicht. Genervt ist von der Software oder eben nicht. In diesem Video geht es um etwas ganz anderes, was auch ein kleiner Sprung ist zu einem aktuellen Thema bezüglich der PlayStation 5, und zwar Preisgestaltung. Die neuen iPhone 14 Pros sind teurer geworden, zumindest in Europa. Und das relativ deutlich teurer. Die Begründung dafür ist, zumindest inoffiziell, wenn man Twitter glauben mag und so weiter, die Inflation. Das ergibt keinen Sinn, weil in den USA ist es gleich teuer geblieben und auch die haben eine Inflation. Und der zweite Grund, der ist erstmal nachvollziehbarer, ist der schwache Eurokurs bzw. der im Verhältnis, im Vergleich starke Dollar. Wir sind ja gerade auf einer Umrechnung 1:1. Das war nicht immer so, das war eigentlich nie so. Also ich erinnere mich nicht dran, dass das jemals so war. Das bedeutet also, dass es aktuell so ist, dass der Euro gleich Dollar ist. Nun sagt ihr natürlich, ja, aber das iPhone 14 Pro ist ja in Amerika trotzdem immer noch billiger. Hier auch noch eine Anmerkung, die Preise in Amerika werden ohne die jeweilige Mehrwertsteuer gerechnet. Das heißt, wenn ihr Preise vergleichen wollt, weltweit, müsst ihr das erstmal ohne die Mehrwertsteuer tun. Ich weiß, ihr bezahlt die, ich bezahle die, aber die Firmen bzw. der Einzelhandel ja nicht. Da kann ja jetzt Apple wenig für, wenn Land A mehr Mehrwertsteuer nimmt als Land B. Das ist ja erstmal für die deren Preisgestaltung nicht unerheblich. Aber dafür können die ja erstmal nichts. Das, was ich allerdings gelesen habe, war halt, dass Apple gar keine andere Wahl hatte, dass sie halt sagen mussten, wir müssen es teurer machen, weil, wie gesagt, der schwache Eurokurs und so weiter und so fort. Und hier muss ich sagen, liebe Leute, bei allem nötigen Respekt, und das ist gar kein Diss gegen Apple, das würden andere Firmen genauso machen, aber es ist gerade die Catchphrase, to be honest, Apple verarscht euch. Und zwar so, dass sie nachher mit einem richtig guten Gewinn rausgehen. Weil, hear me out, und das ist jetzt nicht mal die größte, oh, das ist aber Insiderwissen, sondern folgendes. Apple hat die Preise angepasst aufgrund, wie gesagt, des schwachen Euros. Was genau passiert, wenn der Euro wieder stärker wird? Wenn sich das Problem hoffentlich irgendwann mal gelöst hat, geht dann Apple wieder runter mit den Preisen und passt halt quasi die Preise vom iPhone 14 Pro bzw. generell ihrem Lineup dann wieder an, weil der Euro ist dann ja wieder stärker, dann müssten wir ja wieder billiger werden. Wie ist die Antwort? Na? Na? Nein ist die Antwort. Warum? Naja, warum sollten sie? Ihr habt euch an den Preis gewöhnt. Das ist einfach so. Für euch kostet zum Beispiel ein iPhone 14 Pro, in welcher Variante auch immer ihr es kauft, naja, so circa 1500 Euro. Das ist der Preis, an den ihr euch jetzt langsam gewöhnen werdet, ob ihr es cool findet oder nicht. Selbst wenn der Euro jetzt wieder stärker werden sollte, wird dieser Preis exakt so bleiben. Und das ist dann quasi für Apple die versteckte Preiserhöhung und vor allem die versteckte Gewinnmaximierung des eigenen Produktes. Und das macht ja nicht nur Apple so, das machen alle anderen Hersteller auch so, die in einer Position sind, in der sie sich das leisten können. Nochmal, wie gesagt, von mir aus flamet jetzt Apple in den Kommentarbereich, wenn euch das irgendwie was bringt. Aber kein anderer Hersteller, keiner würde das anders machen, wenn sie in derselben Position wären. Schaut euch zum Beispiel mal die PlayStation 5 von Sony an. Darüber haben wir bereits ein Video gemacht und die PlayStation als Marke ist einfach so unglaublich stark in zum Beispiel Europa, dass man hier auch den Preis etwas anpassen kann, das mit Inflation und mit dem schwachen Euro begründen kann, aber dann, wenn sich das halt wieder ändern sollte, dann werden sie halt nicht automatisch mit dem Preis runtergehen. Natürlich wird die PlayStation 5 irgendwann mal wieder günstiger werden, das ist halt der natürliche Lauf der Dinge bei Technik, aber das wird nicht irgendwie deswegen sein, weil der Euro wieder stärker wird, sondern weil die Konkurrenz stärker ist, weil es vielleicht bessere Hardware gibt, weil es eine andere Revision gibt, weil es Angebote gibt und so weiter und so fort. Also vor allem wird es sein aufgrund der Konkurrenz. Das, was hier passieren wird, zumindest in Long Term, ist eine Gewinnmaximierung mit einem Produkt, welches so unglaublich beliebt ist. Und zugegebenermaßen, jetzt ist das eine reine Mutmaßung, aber ich vermute, das ist auch einfach der grundsätzliche Plan. Natürlich könnte es sein, dass Apple und auch Sony die Preise wieder quasi nach unten reduzieren, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wie gesagt, ich gehe davon nicht aus, weil wann hatten wir das mal? Explizit bei Telefonen, wann hatten wir das mal? Erinnert euch da irgendwie dran? Nein, nicht wirklich. Überlegt euch mal, wie teuer ein Smartphone damals war, zum Beispiel auch ein iPhone, und was wir jetzt dafür bezahlen. Natürlich hat die Inflation da auch einen Part.
Das ist gar kein Geheimnis, das weiß auch hoffentlich jeder, aber nicht in dieser Größenordnung. Der Vorteil, den Apple zum Beispiel bei den Smartphones hat, ist, dass sich die Preise immer mal wieder verändern. Im Videospielbereich ist das ehrlich gesagt nicht so. Da sind wir preistechnisch sehr festgefahren. Lasst uns zum Beispiel mal die Konsolen beiseite legen und mal auf die Videospiele selbst kosten. Für viele von euch da draußen kosten Videospiele, seit sie geboren sind, 59 oder 69 Euro. Je nachdem, zu welchem Lager ihr gehört. Das ist für euch der Preis UVP Day One. Das ist der Preis für ein neues Spiel. Und das ist seit Jahren auch wirklich so der Fall. Und selbst vor dem Euro waren diese Preise verhältnismäßig auch auf einem stabilen Niveau. Da hat sich, wenn man ganz ehrlich ist, seit 15, 20 Jahren nichts getan, zumindest auf den ersten Blick. Natürlich wurden Spiele aber auch teurer. Die Problematik ist, dadurch, dass sich das Preisgefüge so festgebrannt hat und dass jeder von euch dachte, ein Spiel kostet 60 oder 70 Euro, das hat sich eingebrannt, dieses Preismodell. Und jetzt könntest du natürlich dein Spiel teurer machen, aber dieser Preispunkt ist so eingebrannt im Kopf, dass du dann wirklich eine Hatewelle bekommst. Obwohl du ja tatsächlich bei den Videospielen das selbst sehr gut argumentieren könntest. Eigentlich müssten Spiele wirklich verhältnismäßig. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, dann müssen die Spiele auch fertig sein und so weiter, das habt ihr mit Recht, aber lasst uns das kurz mal ausblenden. Eigentlich müssten Spiele nämlich teurer werden, aufgrund der Inflation. Aufgrund, wenn ihr wollt, jetzt auch mit dem Eurokurs, aber vor allem aufgrund von gestiegenen Lohnkosten. Alleine deswegen, die Produktion von Spielen wurde ja auch immer teurer. Da müssten eigentlich Spiele im Verkauf auch teurer werden. Das trauen sich die Hersteller allerdings nicht, außer Sony, weil die halt in der Position sind. Und dann, naja, was machen sie dann? Sie machen die Spiele versteckt teurer, durch zum Beispiel neue Editionen. Fast jedes große Spiel bekommt ihr mittlerweile am Day One in einer normalen 60-Euro-Version oder 70-Euro-Version und einmal für 99 oder gar 120 Euro. Bestes Beispiel zum Beispiel aktuell Saints Row. Da könnt ihr 100 Tacken ausgeben für das Spiel in seiner Deluxe-Premium-Variante und erhaltet dann zusätzlichen Content, direkt den DLC, der irgendwann mal erscheinen soll. Und ich glaube, Saints Row the Third ist, glaube ich, auch noch irgendwie mit drin. Irgendwie sowas war das. Aber dieses Upselling, das ist eben das, wie Videospiele teurer wurden. Und nicht nur durch die neuen Versionen, sondern zum Beispiel auch durch Microtransactions, durch Battle Pässe, durch Erweiterungspakete bzw. DLCs und halt durch noch mehr kosmetischen Zeugs. Upselling ist hier auch der Begriff, den ihr euch grundsätzlich merken müsst. Upselling bedeutet, mega versimpelt ausgedrückt, ihr bekommt ein Produkt zu Preis X. Sagen wir jetzt einfach mal 10 Euro. Und ihr könntet das für 10 Euro kaufen. Aber neben diesem Produkt wird euch dasselbe Produkt nochmal angeboten für mehr, zum Beispiel 20 Euro. Und da erhaltet ihr zum Beispiel noch das extra und jenes extra und so weiter und so fort. Und das wird euch so schmackhaft gemacht, dass dieses Grundangebot von 10 Euro auf euch zum Beispiel einfach teuer wirkt. Und ihr deswegen einfach sagt, naja, wenn schon, denn schon. Und dann greift ihr zum 20-Euro-Produkt bzw. zur 20-Euro-Version. Das ist Upselling in einer sehr leichten Version quasi gerade erklärt. Das Ganze hat auch wirklich psychologische Hintergründe. Und sehr krass sieht man das zum Beispiel, wenn ihr Microtransactions für zum Beispiel ein Mobile-Game kauft. Da ist es meistens so, und jeder von euch weiß das, dass diese unteren Tier-Levels, die man kaufen kann, super günstig sind, aber man bekommt auch super wenig. Zum Beispiel, was weiß ich, ich sag mal 100 Coins für einen Euro. Das ist dann so, dass man sagt, ja, einen Euro könnte ich ausgeben, aber dann sieht man, warte mal, für 5 Euro bekomme ich 1000 Coins. Das lohnt sich ja viel mehr und 5 Euro sind auch, warte mal, für 10 Euro bekomme ich ja dann noch viel, viel mehr auch prozentual und so weiter und so fort. Und hey, wenn ich 10 Euro ausgebe, kriege ich sogar einmalig noch einen 20% Coin-Bonus on top und weißt du was? Nee, dann kaufe ich direkt das große Paket. Diese kleinen Pakete bei Microtransactions sind gar nicht da dafür, dass ihr sie kauft, sondern diesen Lock-Angebot, damit ihr denkt, ist ja gar nicht so teuer. Und dann kommt Upselling rein und ihr greift einfach doch zum teureren Paket, weil ihr dann denkt, naja, wenn ich schon Geld ausgebe, dann kann ich direkt mehr, dann kann ich mir auch dieses oder jenes kaufen und diesen coolen Skin und so weiter und so fort. Und nichts anderes ist es eigentlich, ehrlich gesagt, bei den Videospielversionen selbst, mit zum Beispiel diesen Digital Deluxe-Varianten, mit dem Battle Pass, der direkt drin ist und so weiter und so fort. Fakt ist einfach, dass jede Firma, egal wie sie argumentiert, und so schließen wir den Kreis jetzt auch mal wieder. Sie möchten halt ihren Gewinn maximieren. Und das ist ehrlich gesagt auch nichts Verwerfliches. Denn eine Firma muss gucken, das klingt doof bei einer Firma wie Apple, aber einfach mal nur so gesprochen, die muss halt gucken, wo die Kohle herkommt. Und wenn man mehr Kohle mit demselben Produkt erwirtschaften kann, long-term vor allem gesprochen, dann muss man das angehen. Ansonsten ist man technisch gesehen erstmal eine schlechte Geschäftsperson. Und genau deswegen verarschen euch Firmen wie Apple, wie Microsoft, wie Sony, wie Nintendo, wie alle, also wirklich alle, und ihr und wir und ich, wir machen es alle mit. Und manchmal denken wir sogar, die Firma will irgendwas Cooles, aber nein, die will was Cooles. Unser Geld.
War das jetzt Kapitalismuskritik oder kann dieses Video weg? Na, das könnt ihr gerne entscheiden im Kommentarbereich. To be honest, lasst euch davon aber nicht euer neues iPhone malig reden, eure Videospiele und so weiter und so fort. Ich glaube einfach nur, dass man verstehen sollte, wo die Firmen und wie die Firmen vor allem versuchen, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen.